Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen und heutigen letzten JFD Live Trading TV am Nachmittag 16:45, 22. Juli. Es spricht wieder Christian Kämmerer zu Ihnen. Und wir wollen uns heute den S&P 500 anschauen, nachdem ja gestern der Nasdaq 100 im Fokus stand, der hier durchaus noch Rückschlagspotenzial aufwies. Also Nasdaq 100 durchaus interessant. Im Sinne einer Pullback-Bewegung. Beim S&P 500 sieht es ähnlich aus, allerdings noch vor einem anderen Hintergrund. Schauen wir uns hier mal zunächst den Tageschart an. Wir sehen, dass der der S&P 500 hier erneut schaltete. Wo schaltete er? Natürlich hier im Widerstandsbereich, welches schon relativ lange ersichtlich war bzw. ist. Hier in der Zone rund um 2130 Punkten, zuletzt bzw. zu Beginn hier im Mai getestet, dieses Level. Dann hier nochmal im Juni mehrfach und jetzt zuletzt. Und das war eben die Annahme der letzten S&P 500 Analyse. Was passiert, wenn wir dieses Niveau jetzt haben? Können wir darüber ansteigen oder nicht? Theoretisch, technisch leichter Ausbruch darüber, Rücklauf und dann endlich mal hier ein dynamischer Ausbruch. Doch jetzt aktuell zeichnet sich eher ab, dass wir wieder mal scheitern am Versuch, hier dieses Hoch zu markieren. Und zuletzt gab es eben eine sehr, sehr scharfe Abwärtsbewegung. Und aktuell läuft hier eben dieser saisonale Impuls. Und jetzt ist die Gretchenfrage eben, wie weit geht dieser aktuelle Abprall, dieser Abprall vom Widerstandslevel um 2130 Punkte. Das ist jetzt hier die große Gretchenfrage. Tatsache ist, unterhalb von 2130 Punkten haben die Bären das Heftpflaster sozusagen in der Hand. Und diese Topbildung, die ich hier noch drin gelassen habe, muss man jetzt möglicherweise ein Stück weit ausdehnen, im Sinne dessen, dass sich das Ganze hier jetzt doch noch erweitert. Jetzt habe ich es doch endlich hier im Griff. So. Ah, und das wäre jetzt hier das unschönere Bild für alle Bullen, nämlich dass der Markt hier sozusagen doch noch wieder stärker zurücksetzt und sozusagen hier gegebenenfalls eine Art SKS ausbildet. Sie sehen hier diesen möglichen Verlauf und wenn wir jetzt hier das Ganze nach oben aufdrehen, könnte es zu einer solchen Bewegung kommen. Man hätte hier praktisch Schulter, Kopf, Schulter, also eine inverse SKS, allerdings nicht als Trendwende-Formation, sondern vielmehr hier als Top-Formation, die sozusagen dann hier auf hohem Niveau eine weitere Aufwärtsbewegung zulässt. Ich selbst bin nicht unbedingt der Fan von der SKS, aber die Struktur könnte sich hier zumindest ergeben. Die Frage ist eben, ob der S&P überhaupt zu weit zurücksetzt, denn die Bullen sind hier zweifelsohne am Start. Zuletzt enttäuscht eben hier die Technologiewerte. Apple, Microsoft, das war hier praktisch die große Hausnummer, die hier vorbörslich schon viel, Unruhe stifteten. Jetzt ist eben die Frage, wie kommen noch die weiteren Zahlen an und wie sind die Ausblicke vor allen Dingen? Tatsache ist, dass der S&P 500 hier in Lauerstellung verweilt. Das heißt, der Index ist hier jetzt grundsätzlich trotz des gewissen Erschöpfungszustandes hier auf dem oberen Niveau nicht in der Situation, dass er jetzt zwangsläufig nach unten wegbrechen muss. Aber die Gefahr besteht definitiv und kurzfristig sollte man hier, und das sehen Sie, jetzt mache ich den Fall mal wieder kurz zurück, die letzten Punkte. Da arbeiten wir lieber mit unseren blauen Pfeilen, um es nicht zu bunt zu machen. Kurzfristig sollte man aber dennoch hier einen Test der Marke von 2100 Punkten einkalkulieren. Vielleicht sogar heute, wer weiß, um dann möglicherweise nochmal direkt eine Attacke zu starten und richtig bullisch. Und wir konsolidieren, wie gesagt, auf hohem Niveau. Es ist immer noch nicht unwahrscheinlich, dass wir, wenn wir einen Ausbruch mal sehen, diesen auch hier dynamisch nach oben vollziehen. Aber es bleibt erstmal Variante B. Tatsache kurzfristig Rücksetzer, da muss man sehen, was bei 2100 Punkten passiert. Wenn es hier deutlicher runtergeht, dann sind 2070 und tiefere Preise durchaus auch wieder eine Option. Ja, also hier, das ist wirklich das ungünstigste Szenario, was wir hier gerade sehen, dass der Index praktisch abermals gescheitert ist, das Level von 2130 Punkten zu überwinden, kurz vorm Allzeithoch sozusagen wieder nach unten abgedreht und das ist rein technisch eine sehr, sehr unschöne Situation, die sich jetzt hier erstmal weiter auflösen muss. Gut, das wäre mal hier die Situation im Tageschart. Im Stundenchart kann man vorsichtig gesprochen eine Art bullische Flagge interpretieren, die allerdings hier gewöhnungsbedürftig daherkommt. So, in der 24-Stunden-Indikation sozusagen, das darf man nicht vergessen. Haben wir hier vorsichtig, das wird schon schwierig mit der unteren Trendlinie, aber man könnte dies hier erwägen, eine solche Struktur zu lokalisieren und wir sehen auch die aktuelle Kerze, wie sie denn hier wieder zurückkommt, selbst leicht
Erholungsimpulse könnten jetzt trotzdem noch bis zum finalen Touch von 2100 Punkten führen. Das ist dann ein sehr gutes Level, um hier möglicherweise nach oben rauszuziehen. Ja, das muss man in petto haben. Andernfalls, je früher es hier aus diesem kurzfristigen Abwärtstrend rausgeht, desto eher haben hier die Bullen dann nochmal die Chance auf ein Allzeithoch. Schauen wir jetzt aber mal fern der Stunde hier auf das kurzfristige Bild im Intraday-Chart 15 Minuten. Auch hier die 24-Stunden-Indikation. Wir haben bislang 8,6 Punkte zurückgelegt in der Indikation, wie gesagt, aber der Index selber ja hier im Schnitt mit 20 Punkten unterwegs. Also gute 12 Punkte müssten hier noch kommen. Und ja, wir sind unterhalb des Pivot-Levels, das ist schon mal nicht so günstig. Hier im Bereich des Vortagestiefs auch nicht so günstig. Und wir haben, wenn wir die Average True Range ausschöpfen, hier Potenzial in Richtung 2100, gegebenenfalls sogar 2096 Punkte. Soll heißen, hier wäre, wenn wir hier keine neuen Hochs machen, durchaus weitere Tiefs denkbar. Ansonsten im schlimmsten Fall rangen wir hier jetzt seitwärts, oszillieren sozusagen bis zum Handelsschluss. Aber neues Tageshoch hingegen über dem Pivot Point kann hier wieder ein Anlauf in Richtung 2130 Punkte bedeuten. Und dann würde sich die bullische Flagge im Stundenchart natürlich direkt auflösen. Das hätte dann zur Folge, dass wir dann nochmal einen unmittelbaren Angriff rein vom Potenzial her in Richtung 2031 Punkten sehen könnten. Da ist das Vormonatshoch, da ist das Vortageshoch und auch hier das Vorwochenhoch. Also hier sammelt sich wirklich eine ganze Serie an Widerständen und das muss erstmal geknackt werden. Aber die Chancen sind natürlich nach wie vor da, weil auch wenn wir hier oben so einen gewissen Top haben, die Bullen lassen sich hier nie so recht abschütteln. Also wir waren schon einige Male in den letzten Wochen in der Situation, dass der Markt nach unten wegkippen könnte. Er tat es letztlich doch nicht. Und insofern, wenn der Markt jetzt hier nicht 2100 testet, sondern direkt nach oben wieder ansteigt, dann wäre hier sicherlich auch der Ausbruch wieder denkbar, nur muss der eben mal richtig dynamisch erfolgen. Und solange das ausbleibt, eher mau. Aber präferiert ist ein Rückgang Richtung 2100 Punkte kurzfristiger Natur. Dann muss man dort weitersehen. Ich denke, das schauen wir uns morgen an, wenn es soweit ist. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon gewesen für den S&P 500. Ich sage erstmal danke fürs heutige Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen restlichen Handelstag, guten Feierabend und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.